Ralf Stegner spekuliert über eine mögliche Haftstrafe für Clemens Tönnies, nachdem bekannt wurde, dass der Fleischunternehmer wegen der Schließung seines Stammwerks wegen Corona Staatshilfen beantragen will, sagte der SPD-Politiker, dass Tönnies keine Steuermittel brauche, sondern zur Verantwortung gezogen werden müsse. Und auch Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann fand heute Nachmittag sehr deutliche Worte. Ich habe keinen Bock, dass ich Herrn Tönnies oder den Subunternehmern irgendwas überweise. Und eins ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Sollten wir am Ende des Tages gezwungen sein, irgendwo etwas zu bezahlen, wird es erstens gegengerechnet mit Kosten, die wir gehabt haben. Und zweitens will ich in jedem Einzelfall geprüft haben, ob das Geld wirklich beim Arbeitnehmer angekommen ist. Oder ob die Subunternehmer den Arbeitnehmern noch die Essenspakete in der Quarantäne in Rechnung gestellt haben. Oder ob, was haben sie fürs Bett genommen. Also dann möchte ich auch, will ich wissen, ist dieses Geld bei den einzelnen Arbeitnehmern angekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für manche Subunternehmer ein Pyrosieg wird, wenn man sich mit mir anlegt.